Hey, schön, dass du dich für DXED interessierst. Ich heiße Tom und bin ein digitaler Assistent. Es handelt sich bei dem Video um einen Live-Mitschnitt bei Twitch. Alle Personen im Video sind damit einverstanden, dass diese Aufnahmen weiterverwendet werden. Dirk würde sich riesig über dein Feedback freuen, also fühle dich frei, das Video zu kommentieren oder komme auch zum Live-Austausch bei Twitch oder im Discord. Ein schönes Wochenende, viele Grüße, Tom. Da hatte ich schon eine eigene Idee, mal gucken, ob das hinhaut. Ich grüße euch, meine Fans. Moin, Stefan. Aber es sind trotzdem zu viele Baustellen. Halt, da stimmt was nicht. Da rechts, weil zurück, zurück, da am Weg. Du kannst auch auf den Multiscreen-Link klicken. Da kannst du sogar Dirks Stream gleichzeitig sehen. Hier auf den hier. Kannst du beide gleichzeitig laufen lassen über den Link. Webdesign. Hey, du kannst wirklich, da müsst du mal schmerzen, du kannst mal so eine Kaminkehrer-Seite zusammenstellen, weil ich habe jetzt schon geschaut, meine ganzen Kollegen haben so Internetseiten, da wo dann halt alles Mögliche drinsteht. Dirk, da kannst du auch nicht zusammenstellen. Ja. Du machst das eh über 1 und 1, oder? Ja. Also Jonas, 1 und 1 ist das ja nicht mehr, ne? Ja, ich habe das, habe ich da schon gesagt. Ich habe ja immer E-Mail, habe ich ja da drüber. Ja, du brauchst nur über Connect in Care, gibst mir eine Freigabe und dann kann ich dir besser helfen, weil sonst dann brauche ich halt auch kein Passwort oder irgendwelche Benutzernamen. Macht die ganze Sache schön angenehm. Das müssten wir mal machen, weil schlecht ist nicht. Nee, ist vollkommen richtig. Da bist du auf jeden Fall genau an der richtigen Adresse. Bei ihm. Ja, mal schauen, ob man dir leisten kann. Weil das ist ein Stundenlohn. Also was der für Arbeitspensum raushaut, das ist immer unterbezahlt, glaube ich. Oh, jetzt muss aber aufhören mit der Stadt. Kann ich gar nicht. Aber danke. Okay. So, und jetzt bist du im Prinzip auf der auf meiner Präsentation direkt bei Jonas. Und da kannst du mir die Freigabe über dein Konto geben und dann bist du durch. Dann gucke ich mir das erstmal an und dann sprechen wir einfach mal in Ruhe miteinander. Achso, jetzt muss ich da irgendeinen Zugriff Freigabe erteilen. Ja, genau. Gib mir am besten einen Vollzugriff, dann kann ich mir das alles in Ruhe anschauen und ein vernünftiges Bild machen. Ist ja auch alles nachvollziehbar. Ne, alles klar. So, jetzt ziehe ich das mal hier rein, ne? Und dann zeige ich dir mal die Struktur. Ja, das liegt an dir. Aber das ist auch das Schöne, warum ich diese Dinge nutze, weil da kannst du ganz klein anfangen mit so, wie du das jetzt auch sagst. Ne? Ich brauche jetzt nur eine Darstellung meiner Daten. Ne? Meiner, ja, genau. Ne? Und dass die Leute wissen, wo sie sich melden können. Und dann ist das auch cool. Genau, da sollte meine, weißt du, mein E-Mail hinterlegt ist, meine Kontaktdaten, mein Sitz von der Firma und genau. Mhm. Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Okay. Also dann das Starterpaket. Aber bevor du das auswählst, würde ich dir gerne einen Link schicken, dann habe ich ein klein bisschen was davon, damit supportest Eilig. Du mich. Ne, das wäre sehr cool von dir. Ja, Gottes Willen, können wir machen. Ja, das wäre schon cool. Ja, freilich, schick mir den per E-Mail zu, dann mache ich das über den Link dann. Ja, perfekt. Aber da brauche ich aber jetzt erstmal ein bisschen Zeit, jetzt, weil das ganze Zeug dann erstellen, weil ich brauche die Grafiken dann, was ich einfügen will und das ganze Klump. Ja. Muss man noch, genau, aha. Ja, du hast ja, in dem Baukasten hast du Zugriff auf eine Datenbank von Grafiken, die du so frei nutzen kannst, für ganz viele Branchen und für deine Branche wird dann auch irgendwie mit Glück oder Schornsteinfeger, ne? Da wirst du schon Grafik finden, wenn dann fragst du mich, dann gebe ich dir halt die Grafiken, die du brauchst. Ach, ich habe auch bei YouTube, habe ich für diesen Baukasten, den du dann haben willst, da sind freie Tutorials, die ich mal erstellt habe. Die kannst du dir einfach angucken. Da erzähle ich, wie du das Ding so ein bisschen einrichtest. Und wenn das aber zu wenig ist, gerne Feedback wäre cool, ne? Dass ich weiß, was ich da ändern muss, irgendwie in der Kommunikation oder so. Aber sonst sag einfach Bescheid, dann helfe ich dir, ne, bei der Einrichtung. Was kostet, Dirk, jetzt bloß ganz kurz, mit dem Vollzugriff, was kannst du jetzt machen? Also du kannst jetzt für mich das dann buchen, oder wie? Oder? Ja, das kann ich theoretisch auch für dich machen. Im Prinzip, wenn du sagst, hör mal, mach das mal fertig, dann kann ich das auch machen. Dann hast du damit gar nichts zu tun. Okay. Dann kannst du theoretisch jetzt die Website für mich machen, dann kannst du mir eine offizielle Rechnung schreiben, oder?
Ja, schon, klar. Theoretisch. Ja. Nee, wir machen okay. Das anders. Ich brauche immer Inhalt für meine Videos. Mhm. Und wenn, das ist im Prinzip, dass wir, weil wir reden ja jetzt auch öffentlich hier im Discord, ne, über den Stream. Und wenn wir dann, ich möchte ja meinen Channel, ich meine, spielen ist halt auch für mich, ne, ist halt für mich ein Ventil. Aber ich möchte dann den Stream ja eigentlich nutzen, um auch diese Tutorials und das halt in Live-Austausch zu machen, Fragen zu beantworten, keine Ahnung. Das, was mir halt Spaß macht. Ne? Und wenn wir das irgendwie machen können und dann einfach, wir bauen die Webseite zusammen, weil die sind ja so konzipiert. Ja, die sind ja, wenn, dann würde ich schon mitmachen, weil ich will da auch wissen, wie das funktioniert. Ja, genau, und dann machen wir das einfach nur im Stream, öffentlich. Und dann ist das für mich vollkommen okay. Dann. Ja, das können wir gerne machen. Ja, cool. Ach, da habe ich viel mehr Bock drauf. Ja, genial. Ja, sagst du einfach, wann du Lust hast oder, ne? Jetzt am Wochenende spielen wir erstmal, oder? Ja, da hat der Song, ich will jetzt mal entspannen ein wenig. Ja, genau.